Machen wir nochmal. Irgendwie möchte ich halt gerne den Funwender halt haben. Auch wenn wir den vielleicht nicht brauchen, um auf Any Person durchzuspielen. Trotzdem möchte ich den gerne haben. Ich will. So. Mann, du blöder Fotzenschwamm. Oder blöde Eingabe, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist es wirklich, dass der die Inputs manchmal einfach zu spät nimmt. Oder ich möchte mir das nur einreden, weil ich kacke bin. Vielleicht möchte ich mir das einfach nur einreden, weil ich kacke bin. Ich wette, das kostet hier richtig Zeit. Oh! Das Spiel ist gerade kurz gefreezed. Los, SpongeBob. Oh, ey. Ich weiß nicht warum. Also, ich weiß nicht. Oh, ich brauch echt einen neuen Rechner eigentlich, ey, wenn die Dinger nicht so teuer wären. Also, das Bild war gerade bei mir. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Das Bild ist kurz gefreezed, da habe ich nichts gesehen. Ey, das ist doch scheiße. Ist doch echt beschissen. Ja, scheiß auf den Schneemann jetzt. Ach, och. So. Das war gerade auch süß, mein Gemeckere, ne? Also bei den Spitzen mit dem och, och. Wo dann gar nichts passiert ist. So. Abfahrt! Schneemann! Ja. Du mich auch. Ich müsste eigentlich kurz den Finger vom Stick nehmen. Aber kann ich nicht, weil dann verliere ich Zeit. Hab in der Luft schnell den Finger korrigiert. Ich sag ja, irgendwie krampft man, weil man das schnell schaffen will. Ja, da habe ich gerade bei dem Schneemann gezögert. Auf der einen Seite wollte ich den einsammeln, auf der anderen Seite dachte ich mir, nee, das kostet dann eventuell genau die Zeit, die du brauchst. Ich gehe schön oben lang. Hier weiß ich wenigstens grob, was mich erwartet. Das war dumm. Und das war's schon wieder. Komm schon. Ja, Mann. Huh. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wie knapp das ist, ey. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Crazy, wie knapp das ist. Mit dem Schneemännern, ich weiß nicht. Ich meine, jetzt könnte man theoretisch langsam runter den Hügel. Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist ein goldener Pfannenwender. Ja, bedankt. Die Schuhe glänzen aber schön. Wie viel Energie habe ich? Okay, ich... Warte mal. Ich versuche jetzt nochmal Schneemänner zu erwischen. Ich kann ja jetzt bremsen und so ein Kram. Ich muss ja jetzt nicht mehr zeitlich schnell hier runter. So. Macht schon einen Unterschied, ob man da schnell runter muss oder ob man hier auch mal bremsen kann. Gab's hier einen Schneemann? Ich glaube nicht, ne? Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Da unten wäre auf jeden Fall einer gewesen. Also zu unserer Rechten.
Ah, vielleicht ist das sogar der. Geschenke öffnen ist klasse. So. Und hops. Verrecken darf ich natürlich nicht, weil dann sind alle Schneemänner weg. So, da ist einer. Einer kam ja dann auch noch wieder bei dem Pfad unten. Da ist das Bild gerade wieder gefreezed. Mist. Wie man sich denken kann, hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich muss dahin. Alles klar. Hui. Zwei Schneemänner fehlen. Irgendwie will ich die haben. Irgendwie will ich die haben. Wir gucken nochmal. Ich hoffe, ich bereue es nicht. So, gib mir mal erstmal nochmal sicherheitshalber eine Buchse. Wie eine Frühlingsbrise. Und Abfahrt. Den haben wir. Unterbuchse, danke. Neuer Schwamm. Oh Gott, nein! Uiuiui. Hier lang. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay, den Schneemann, der jetzt hier kommt, den haben wir ja. Zwei fehlen. Aber keinen Plan, wo die. Oh! Oh, das war dumm. Ja, das war dumm. Ja. Ich weiß, es ist nicht auf Zeit. Mir ging es jetzt tatsächlich eher darum, dass ich keinen Schaden nehmen will, wegen Sterben und so. Aber hier kommt nochmal eine Unterbuchs. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Warte mal. Nee. Wo könnten denn die letzten zwei sein? Wahrscheinlich entweder oben auf dem Dach, warte mal. Wie eine Frühlingsbrise. Gut. Da auf jeden Fall nicht. Da außen, keine Ahnung. Ja, ist doch gut. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die letzten zwei sein sollen. Also gesehen habe ich sie jetzt nicht. Wir können nochmal den Hügel runter. Und keine Sorge, ich lasse es aber dann auch, wenn ich die jetzt nicht irgendwie bald habe. Glaube ich. Irgendwie möchte ich die aber haben. Warte mal, hier nochmal lang. Ob ich hier vielleicht... Nein, hab aber nichts übersehen. Oh Gott, war das fucking knapp, Alter. So, Schneemann. Ich wette denn, eventuell ist einer auf dem Dach. Also auf dem Dach, ihr wisst, was ich meine, bei dieser roten Pipe, wo man durchkommt. Allerdings...
da auf diese rote Pipe zu kommen, ist halt schon ein Kunststück für sich. Wahrscheinlich einfach im richtigen Moment springen. Wie das halt so ist. Schenke öffnen ist klasse. Jetzt darauf. Nee, hier war der schon mal nicht. Da ist noch ein Socken. Noch ein Pfund für Patrick. Ja, schön und gut, aber wo zur Hölle? Oder sind hier noch welche, die ich übersehen? Nee, ne? Zwei Stück fehlen. Sind die überhaupt in dem Abschnitt? Ist halt auch die Frage. Oder gibt's die anderen beiden eventuell auf der anderen Piste? Warte mal. 4 von 10 Socken, also... Die können natürlich auch auf den anderen Pisten sein. Das kann sein. Ich weiß, ihr hasst mich, aber... Letztes Mal, komm, letztes Mal. Ich versuche jetzt auch mal da drüben nochmal zu gucken, ob ich da irgendwie was übersehe. Irgendwas Gravierendes oder so. Aber ich glaube nicht. In der Luft hängt der Schneemann auch nicht. Ja, ich gehe jetzt nochmal hier lang. Hier hätte man doch bestimmt auch abkürzen können, nach da unten oder so. Aber wie gesagt, geht mir jetzt gerade nicht mehr um Zeitrennen. Das haben wir ja Gott sei Dank geschafft. Jetzt geht's wirklich nur um die scheiß Schneemänner. Stehen die Schneemänner hier eventuell? Nein. Wo sind die verfluchten Schneemänner? So, jetzt durch die roten Pipes gleich am besten. Da ist einer, da unten. Jetzt habe ich einen gesehen. Fuck, jetzt komme ich da aber nicht mehr hin. Dammit. Sorry, Leute, wir müssen hier gleich dann doch nochmal runter. Weil einen habe ich gerade noch gesehen. Der war auf der linken Seite. Ja, Franke. Spiel doch, wie du willst. Ja, stimmt auch wieder. Normalerweise ist das ja auch meine Prämisse. Und nochmal runter, weil es so schön war. Aber das erklärt den einen. Den anderen habe ich noch nicht. Also den einen, der fehlt, habe ich jetzt gesehen. Den anderen aber nicht. Man könnte glauben, ey, so oft wie ich jetzt hier schon runtergeballert bin, ich übe für einen Speedrun. Aber dann sieht man meinen nicht vorhandenen Skill und weiß, nee, tut er nicht. Und ja, ich bewundere Speedrunner, aber für mich wäre das einfach nichts. Habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Man will halt nicht getroffen werden nach Möglichkeit. Ich habe nur noch 3 Trefferpunkte frei. Die ich eventuell, wenn ich Pech habe, gleich verlieren kann. So, ich muss mich konzentrieren, gleich unten rechts lang. Unten rechts lang. Links! Jetzt seht ihr, ich bringe mich sogar selber durcheinander. Links, verdammte Axt. Ich habe den links gesehen, nicht rechts. Eigentlich habe ich auch keine Links-Rechts-Schwäche. Wow.
So, hier lang. Da ist der eine, der fehlt. Oh shit, da wäre eine Unterbox gewesen. Yo! Nein, ich hätte da lang gemusst. Nein, oh ficken! Das war jetzt alles umsonst. Das ist so doof. Ich hol... Ja, nee, Alter, alle... Du müsstest jetzt alle nochmal holen. Das heißt, das war jetzt komplett Zeitverschwendung. Ja, fick dich. Jetzt will ich die Scheiße auch nicht mehr. Jetzt wäre trotzdem noch interessant zu wissen, der eine war da. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier lang. Okay, hier wäre der schon mal nicht. Ja, ja, alles gut. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wie gesagt, ich hole jetzt nicht nochmal alle. Das ist dann, wie gesagt, ich spiele auf Any Person durch. Ist ärgerlich, es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich. Ich finde das so dumm, dass du alle verlierst, wenn du stirbst. Das ist total dämlich. Aber naja. Ach, kacke, ich will doch gar nicht wieder hoch. Aus Frust. Fick dich. So. Ne, wir gehen jetzt in den nächsten Abschnitt. Wie gesagt, das wird für Patrick eine Socke sein oder so, denke ich mal. Ärgern tut's mich, aber ja. Nun. So, hier ist nämlich jetzt auch wieder alles voll mit Robotern. Das ist halt alles... Man nennt mich auch Schwamminator. Ist halt alles dumm, dass du die Bereiche nicht einfach freiräumen kannst. Das ist mega nervig. Gut, der Vorteil ist, wir haben ordentlich Kohle gesammelt, aber... Na gut, was heißt... Fuck you! Blödes Scheißding, egal. So. Schlag mich beim Zeitrennen. Sandberg. Niemand ist schneller als ich. Meine nicht. Zeit auf dieser Piste ist unschlagbar. Ich gebe dir einen goldenen Pfannenwender, wenn du meine Zeit schlagen kannst. Natürlich nehmen wir das an. Jetzt ist halt die Frage, wir achten halt jetzt drauf, oder wir werden es so oder so sehen, ob es hier auch Schneemänner gibt oder ob das wirklich nur auf Piste 2 der Fall ist. Wenn das nur auf Piste 2 der Fall ist... Ja, hier, Kollege Schnürschuh. Ja, wenn das so auf der 2 der Fall ist, dann... Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay. Da hätte man gerade schon hochgekonnt. Kann ich abkürzen? Antwort scheint ja zu sein. Wenn ich jetzt keinen allzu groben Fehler mache, könnte das vielleicht sogar schon der Game Changer gewesen sein. Aber ja, ich kenne die Strecke nicht. Man hat ordentlich Zeit, dementsprechend wird die ordentlich lang sein. Das ist ja nett. Mit den riesen Sandballen, die von oben runterfallen. Leck mich! Das ist doch RNG, Brudi. Oh nein, mein Bild ist gerade gefreezed. Oh! Wieso freest denn das Bild heute die ganze Zeit? Wie assi ist denn das? Ja, Das ist ja super nett. Ja, Alter.
Ja, wo soll das Ende sein? Wie weit ist es denn noch bis zum Ende? Okay, wow. Da fehlt es so viel Zeit, dass ich gar nicht weiß, wie man das schaffen soll.